frohes neues Jahr. Es gibt ein neues Video, was ich heute für euch drehe. Und zwar geht es um mein E92 Driftprojekt. Ganz wichtig, guckt nicht hinten der ganze Kram hier, weil wir befinden uns gerade auch so mitten im Umzug quasi. Aber dazu später mehr. Ja, wir bleiben in Hückelhofen. Wo es dann genau hingeht, wie es dann ausschauen wird, was wir gemacht haben oder was wir machen, das erfahrt ihr später. Ich muss zum Friseur ganz dringend, weil Haare sind viel zu lang. Guckt euch das mal an, wie es aussieht. Ja, in einem der letzten Videos habt ihr gesehen, dass ich dieses BMW E92 Chassis gekauft habe mit meinem, ja, schon so ein bisschen Traummotor, den ich immer haben wollte zum Driften, allein vom Klang her. Und speziell mein Teamkollege, der Lukas Meter, der den S14 fährt, mit einem fast identischen Motor. Der hat mich einfach hier im Kopf komplett kaputt gemacht, vom Sound her. Ja, wenn wir auf dem Event waren, der hat sein Auto gestartet. Ich habe meinen N54 gestartet, hat keiner mehr N54 geguckt, weil du hast noch gar nicht mehr gehört. Ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem N54, wirklich. Leistung da, 600 PS. Haltbar, keine Probleme, keine Hitze, gar nicht super geil, aber der Klang hat mich immer ein bisschen gestört, ja. Und deswegen habe ich dieses Auto gekauft. Und ich habe lange überlegt, was mache ich damit? Baue ich meine Karosse hier dran? Bauen wir die Technik um? Weil Karosse dran wäre am einfachsten gewesen und verkaufe ich dann mein Auto. Aber mein Auto ist wirklich so geil gebaut mit Teilen von HGK und, wo ich gedacht habe, ah, hängt mir auch ein bisschen am Herzen, weil dieses E92 Coupé, der ja mein 335i war, ist ein Auto, das kenne ich schon seit 2008 und ist speziell für mich. Also haben wir uns überlegt, nehmen wir diese Technik hier und bauen es in mein Chassis, ja, also in mein Auto rein. Und ja, ich war heute Morgen mal kurz in der Firma und da musste ich mich leider ins Krankenhaus noch so ein paar Proben machen und ein paar Untersuchungen. Momentan bin ich leider ein bisschen krank. Ich hoffe, das wird bald besser. Ja, und der Tom hat dann, als er wiederkam jetzt gerade so, was haben wir jetzt? Wann war ich hier? 14 Uhr ungefähr. Aber laut dem Ben, der glaube ich auch gerade hier reinmarschiert, nee, doch nicht, war der Tom damit schon an der Mittagspause fertig. Kurze Info, mein E92 war heute Morgen um 9 noch ein intaktes, komplettes Auto. Wie es jetzt aussieht, das zeige ich euch jetzt. Paar Stunden später, da ist der Schuldige. Da, ja, da, du. Wie lange hat es gedauert ungefähr? Drei, vier Stunden? Ja, drei, vier Stunden hat der Tom hier alles auseinandergerissen. Das heißt, Motor raus, kompletten Antriebsstrang, Motor mit Getriebe, also der gute N54, Achsen, Hinterachse, Vorderachse, ist alles raus. Heute noch, später noch, machst du noch Tank, ne? Tank, Kabelbaum und dann habe ich einfach nur eine Karosse, ein Chassis da. Und was werden wir machen? Guckt euch mal hier. Könnt ihr euch mal die Technik anschauen, wie schön das hier ist, ne? Alles IRP, wunderbar, ja. Und hier vorne der gute N54 mit 6 Gang BMW Schaltgetriebe. Da ist auch richtig cool drin. In dem Motor stecken über 12.000 Euro nur an Teilen, die wir verbaut haben. Und der hat auch immer gelaufen wie ein Traum. Aber all das hier kommt hier rein. Denn diese E92 Karosse, dieses E92 Chassis habe ich schon verkauft. Mit N54 Technik und es kommt natürlich noch ein Bodykit dran, ganz klar. Aber dazu dann später mehr. Und dann wird der verkauft, der Wagen geht weg und der neue Besitzer freut sich schon. Und diese Technik hier, das ist übrigens ein LS376525 Chevrolet Performance Crate Motor. Kann man so kaufen quasi, flammneu von Chevy auf einer Palette, kostet allein der Motor so um die 15.000 Euro. Hat ja 525 PS ist die Angabe, 517 PS hat das Auto hier mal gemessen. Aber bevor wir den auseinanderrupfen, werden wir den auch nochmal hier bei uns messen. Und jetzt sind die Bedingungen auch sehr gut, weil es ist sehr kalt draußen. Ich glaube, der Wagen wurde mal im Sommer abgestimmt. Und ihr wisst ja, heiße Luft immer schlecht. Mal schauen, wie viel der hier bei uns drücken wird. Mit Akkusump-System, das heißt also quasi, das ist ein Ölreservoir, das man dann, wenn man später fährt, aufmacht. Und dann hat man nie das Problem, dass man vielleicht etwas zu wenig Öldruck hat. Ja, also sehr, sehr geil. Getriebe ist ein 530 Dieselgetriebe drin. Das übernehmen wir auch alles. Von innen schon ein bisschen was auseinandergebaut hier auch. Das bleibt aber soweit alles intakt. Und der kriegt übrigens auch das gleiche TrackMat Bodykit wie mein Auto. Das heißt, das kommt dann hier dran. Und dann ist das hier ein komplett fahrendes Driftfahrzeug. Das bauen wir also in mein Auto. Ja, das ist das ganze Spritzsystem. Die Hinterachse, M3-Hinterachse, bauen wir auch in mein Auto rein. Und
Hier ist übrigens eine E46 M3 Vorderachse verbaut. Die kommt natürlich raus, weil die ganze Vorderachse mit allem Pipapo vom N54 hier reinkommt. Das heißt, das Auto wird, glaube ich, in den nächsten, ich sag mal so, 1, 2, 3 Wochen laufen und fertig sein. Das wird ein bisschen mehr, weil hier überlegen wir, ob wir die E46 M3 Vorderachsgeometrie nehmen und die hier einbauen. Da müssen wir aber die Spritzwand ein bisschen bearbeiten. Oder ich habe noch eine M3-Achse, E92 M3-Achse, und baue noch die E92 M3-Achse mit dem Motor hier rein. Das Problem daran, wenn ich die ganzen Achsen umbauen würde, ist, dass, beziehungsweise, dass wenn wir diese Achsen nicht übernehmen würden, sprich alles auf einmal raus und hier rein, wäre am einfachsten. Wenn wir auf E92 M3-Achse umbauen möchten, dann müssen wir einiges machen. Also auch einiges ändern, neues Lenkwinkel-Kit und. Da bin ich überlegen, was wir machen werden und was nicht. Ich kann euch sagen, es gibt bald wieder ein Video, noch ein Video davon. Da gibt es ein bisschen Soundcheck, dann schmeiße ich das Ding mal an. Dann messen wir mal Leistung, bevor wir ihn auseinanderrupfen. Das wird soundtechnisch, ist das einfach absolut krank. Ja, ich freue mich schon so darauf, wenn das alles hier drin sein wird und wir für euch richtig Palaver machen können. Ganz wichtig, folgt mir, Franz Simon Drift. Da gibt es immer öfter schon mal ein paar Sneak Peeks, also ein paar Sachen, die ihr schon mal vorab seht, bevor hier alles auf YouTube landet. Und folgt natürlich auch Simon Motorsport. Ganz wichtig, Glocke nicht vergessen, damit ihr auch wisst, wenn ich ein Video hochlade. Jetzt gibt es noch einen klitzekleinen Carporn. Und das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum Nachstopp. Was wir machen werden hier, also wir werden hier noch umbauen auf Fächerkrümmung. Und ich will so eine Holley High Ram haben. So eine hohe Ansaugbrücke, die dann so vorne runterkommt. Und die wird dann matt schwarz sein. Und vorne mache ich so einen Punisher-Kopf drauf. Ja, so richtig geil. Das war es jetzt aber wirklich. Das war's von mir. Subscriben, liken, teilen. I ain't never need your help. I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son. I'm like Billy. I ain't never switch up. Whole team with me. Putting on for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babbling, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this, and they hoping you fall and they praying you miss. But it's all in the risk. I got you with the switch. You know I'm in the zone. Give me the throne.